Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Itzumania. Ich befinde mich immer noch auf dem Marktplatz hier in Savay. Möchtet ihr etwas verschicken? Ja, nee, ich möchte nichts zerschicken, ich möchte nach was gucken. Nee, nach Mondstein möchte ich tatsächlich nicht schauen, sondern Mondwasser. Ja, da sollte man dann vielleicht auch Stein davor schreiben. Uns kommen jede Menge andere Kram und wir sehen ja 1,15 ist im Moment der Preis. Hier gibt es 10, 2 für Gegenstand bekommen. 2,40, die hole ich mir Möchtet ihr sofort. etwas verschicken? So. Mit tun. Im Moment reicht das Gold zwar jetzt nicht zum Aufwerten, aber wir sind zumindest schon mal so weit, dass wir jetzt theoretisch die Waffe haben können, wenn dann genug Gold da ist. Und das kriegen wir ja durch die Quest doch relativ schnell zusammen. So. Wir teleportieren uns jetzt hier durch Sayway. Das heißt, ich gehe direkt zum Bazar und dort geht es dann auch sofort mit der Hauptquest weiter. Wie könnte es anders sein? Keine Sorge, es kommen wieder blaue Quests, mehr blaue Quests. Aber im Moment sind wir noch in der Phase, wo nur Story kommt. Story, 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 Story. Und dann kommt irgendwann eine Phase, wo wieder blaue Quests kombiniert werden mit Story Quests. Ja, also das dauert jetzt noch ein bisschen, aber dafür kriegen wir relativ schnell Gold. Und sobald dann wieder blaue Quests da sind, Was benötigt ihr? sollte man die dann auch nutzen, um Gold zu machen. Lasst mich raten. Waffen? Richtig? Da kann ich leider nicht helfen. Wir haben gerade Probleme. Geht lieber, wenn ihr Probleme vermeiden wollt. Schaut euch nur einmal diese Hülse an. Hört mal, ich sagte das. Moment. Lasst mal sehen. Wie seid ihr da rangekommen? Damit wurde auf mich geschossen. Auf euch geschossen? Und ihr habt überlebt? Beeindruckend. Gut, ich sage euch, wer das gekauft hat, wenn ihr mir helft. Einverstanden? Einverstanden. Großartig. Großmauke und seine Schläger der Hao-Gesellschaft schüchtern alle ein, um ein Schutzgeld einzutreiben. Sie haben sogar einige meiner Händler entführt. Es ist alles blanker Wahnsinn. Ihr müsst sie befreien. Ich würde selbst gehen, aber den Schlüssel für den Waffenschrank hatte einer meiner entführten Kollegen bei sich. Ihr müsst also meine Leute befreien und den Schlüssel holen. Dann erzähle ich euch, was ihr wissen wollt. Alle gewinnen. Ja, alle gewinnen. Bis auf die Hao-Gesellschaft. Ich würde mal sagen, die verliert. Ja, also wir müssen uns jetzt hier um die Raufbolde kümmern und dann gleichzeitig die zwielichtigen Händler befreien. Und hier ist es tatsächlich so, dass ja, die Anzeige nicht ganz stimmt. Also leicht irreführend ist, wo denn hier welche sind, die man befreien soll. Ah, in dem Fall sind die nämlich schon deutlich weiter unten. Also ich meine Pfeilspitze zeigt jetzt quasi gerade genau da drauf, aber ja. So, wir müssen theoretisch nur Leute befreien, ne? Also die ganzen Raufbolde hier muss ich eigentlich gar nicht besiegen. Die stören halt nur und laufen einen hinterher und ja, dann kann man keine Leute befreien. Also muss man sie dann indirekt schon machen. Ja, wenn man es aber geschickt anstellt, dann sehen einen diese Kameraden hier nicht. Und jetzt kann ich hier nicht mal nah rangehen, weil sonst sieht mich nachher noch der da hinten. Das heißt, ich muss den jetzt hier mit einem Fern anschauen. Versuchen zu töten. So, fertig. Zumindest hier. Jetzt müssen wir noch die anderen befreien. So wirklich viel von der Quest haben wir noch nicht. Aber das ändert sich jetzt gleich. Ja. Nummer 2 befreit. Jetzt erstmal gucken, wo denn der dritte ist. Dann den ganzen anderen Leuten aus dem Weg gehen. Da ist noch einer.
habe ich direkt 4 auf einmal gezogen. Das ist natürlich besonders schön. Ja, aber ich überlebe es dann gerade noch so. Es war schon mal knapper mit dem Überleben. Hallo, ich habe es nicht geklappt, aber gut. Aber nicht. Rein wir den hier. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Versucht es später. Ich will mal einen Heiltrank trinken. So, hier ist auch noch einer. Clan, okay. Was auch immer das für ein Clan ist. Die verdreschen einfach. Jetzt müsste da oben in der Ecke auch noch einer sein. Ja, da ist auch noch einer. So, den noch besiegen. Ich merke halt so langsam, dass die Waffe doch fehlt. Also die Waffen, die mehrere, die da noch kommen. Aber wenn das Gold nicht reicht, dann reicht das Gold nicht. Kann ja auch nicht zaubern. So, also, wir haben diese Quest auch erledigt. Mehr schlecht als recht, aber sie ist fertig. Sie ist fertig. Dann können wir jetzt wieder mit der Fahrer reden. Befreit? Danke für die Befreiung meiner Geschäftspartner. Für euch mag ich nur irgendein Waffenhändler sein, aber ich bin kein herzloses Monster. Jetzt müsst ihr unbedingt diesen Prototyp aus meinem Waffenschrank ausprobieren. Es nennt sich Maschinengewehr. Schaut nach, ob es Großmaukes Freunden gefällt. Nicht auf mich zielen, bitte! Ja. Ziele aber auf dich. Und auf dich. So, hier hinten spawnen jetzt ganz viele böse Leute. Die wir jetzt hier mit dem Maschinengewehr besiegen können. Dauerfeuertaste drücken, alles gut. Mal die Maustaste gedrückt halten. Zwischendurch die Bällchen einsacken. Hey! Na gut, wenn die Öffa ausgeht, einfach eine neue holen. Also doch nicht Dauerfeuer machen, das bringt's nicht. Dann ist sie nachher weg und dann müsst ihr auch nochmal hier zurücklaufen. Alles klar, gut. Aber die sollten wir jetzt auch noch locker besiegen. So, jetzt kommt hier auch noch der Typ selber. Und für den habe ich tatsächlich jetzt noch keine Waffe. Halte ich ihn halt auf die Distanz jetzt und dann so komme ich. So, besiegt. Und jetzt können wir die Quest dort abgeben. Das war. Ich bin euch so dankbar. Das sollte mir die HO-Gesellschaft eine Weile vom Hals halten. So kann ich mich wenigstens fürs nächste Mal vorbereiten. Was ist mit der Patronenhülse? Oh, ja, natürlich. Die Zeichen auf der Patronenhülse deuten auf einen Meisterschützen hin. In Tsai Wei kommt da eigentlich nur der Meister der Stahlblickakademie in Frage.
Gut, jetzt müssen wir zur Stahlblick-Akademie gehen und wie der Zufall will, waren wir eigentlich dort eben direkt, also wir hätten auch direkt dorthin gehen können. Aber nein, wir mussten ja den Umweg zum Bazar nehmen, wo die liebsten Leute aus Blayton Zollhausen. Aber ich kann euch schon mal was verraten. Es jetzt halt Bällchen. Geht nicht mit so wenig Leben dorthin wie ich jetzt. Also ich werde dort auch nicht mit wenig Leben hingehen. Ich werde jetzt auch noch ein Bällchen essen. Aber ja, da wird jetzt gleich wieder gekämpft. Darauf kann man sich eigentlich hier bei jeder Quest einstellen. Jedenfalls, ja, so wirklich näher gekommen an Jin Soo-yeon sind wir ja jetzt nicht. Wir sind zwar in Sarway, aber ja, der Palast ist doch ein bisschen sehr weit weg. Ich tausche mal die Plätze hier. Wenn ich davon nur noch zwei habe, möchte ich die jetzt nicht einfach so verschwenden. So, volles Leben wieder. Das heißt, ich kann jetzt zum Viehstand gehen und kann währenddessen das hier einfach rauschen. Ah, nimmt noch Platz im Inventar weg. Und wie man sehen kann, ist der Platz im Inventar ziemlich beschränkt und die Baguas kann ich auch nicht alle auf einmal zerlegen, weil dann kommt immer, dein Inventar ist voll. Ja, nee, wäre ich nie drauf gekommen. So, wir sind jetzt hier beim Skistand und können jetzt mit Yui reden. Während des Trainings darf sich hier niemand aufhalten. Zu gefährlich. Ich bitte euch zu gehen. Ich suche den Meister der Akademie. Meister Leroc? Er wird nicht gerne gestört. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Ich muss ihn treffen. Ohne eine förmliche Empfehlung von einer Kampfkunstschule gilt es, bestimmte Regeln einzuhalten, bevor ihr den Meister treffen dürft. Um eine Audienz zu erhalten, müsst ihr seine besten Schüler besiegen. Seid ihr bereit dazu? Natürlich. Gut, lasst uns anfangen. Wie gesagt, wir müssen mal wieder kämpfen. Yay. Yeah. Bereit zum Duell. So. Birgit, Birgit heißt der. Birgit, das Auge. Und sein Begleiter Wolf. Wow. So. Ja, die sind nicht wirklich schwer, die Kämpfe natürlich, weil es ja Story, aber ja, mit wenig Leben ist das nicht ganz so toll. So, wir treiben das mal ein bisschen. Ja, das funktioniert bei mir nicht so ganz, ne? Wenn ihr dort in die Mitte lauft, macht ihr das eigentlich nur leichter, finde ich. Ey. So. Ja, ist total peinlich, ne? Tut mir aber leid. So, der nächste. Du warst der Neuling. Yui muss uns auch noch hier. Ja, also das ist eigentlich total unfair, ja? Die benutzt Sturzwaffen und ich wehre mich hier mit Fäusten und Magie. Oder Ski-Angriffen, keine Ahnung. Und dann... kommen auch noch so lästige Geschütze. So. Zerlegen wir noch das... Jetzt sind wir wieder weg, oder was? Aber ich kann ja wieder meinen Fettspiel benutzen und dann geht die HP hier mega schnell auf. Zerstört die Rauch bei Rauchbombenkiste? Was für eine Rauchbombenkiste? Ja. Aha, wenn man im Rauch steht, weicht man also allen Schüssen aus. Okay, gut. Also, ihr seid es. So. Das war's? Beeindruckend. Noch nie hat jemand uns alle besiegt. Ich muss gestehen, dass wir auch nicht jeden Besucher herausfordern. Wie bitte? Es wäre ja auch verrückt, alle Gäste zu beschießen, oder? Nun ja, Meister Leroc hat uns gesagt, dass ihr kommen würdet. Es war ein Test. Nichts für ungut, ja? Bitte folgt mir. Hey, ihr alle. Ich bin enttäuscht.
trainiert härter. Und zwar die ganze Nacht. Und zwar die ganze Nacht. Ja, hier, eine richtige Sklaventreiberin. Kommt. Ihr denkt, ihr könnt das? Dann zeigt es. Mhm. Der nächste Bossfight. Ja, schön. Ja, bei dem sollte man jetzt auch ausweichen. Vor allem, weil das so richtig schön angezeigt wird. Und es ist nicht mal schwer, oder? Außerdem macht das die ganze Zeit. Yo. Hey. Hallo. Wer kommt denn da? Soa, was machst du denn hier? Hey, hallo, Schwester, grüßt ihr euren Bruder nicht? Oha, okay. Übrigens, ein sehr schickes Aussehen. Also, der Mantel macht die Situation natürlich viel besser, Soa, also wirklich. Wie schön, euch kennenzulernen. Madun und meine Schwester haben mir viel von euch erzählt. Nun weiß ich, dass sie nicht übertrieben haben. Ich bin Lerok, einer der 8 Meister. Warum habt ihr auf mich geschossen? Oh, bitte nehmt es mir nicht übel. Es war bloß eine Begrüßung. Ich wusste, wenn Madun und Soha recht hätten, würdet ihr die Kugel aufhalten, oder? Und ich wusste, dass ihr mich finden würdet. Madun wollte es so, und er hat für alles einen Plan. Madun möchte, dass ich euch auf euren Kampf gegen Jin So-Yun vorbereite. Alle 8 Meister stimmen überein, dass Jin So-Yun aufgehalten werden muss. Und ihr seid unsere größte Hoffnung. Aber das will gut vorbereitet sein. Ich höre. Wir müssen herausfinden, wo sich Jin So-Yun aufhält und wann sie allein sein wird. Dafür brauchen wir einen Informanten, der sich im Palast auskennt. Ich habe gehört, ihr kennt vielleicht jemanden. Können wir jemanden vom Adel hineinschmuggeln? Woher wisst ihr das? Halt, sagt es mir nicht. Es ist sicher besser so. Man kann nie wissen, wo Jin So-Yuns Spione stecken. Ich habe nach einem Weg gesucht, sie auszuschalten, aber sie ist mir immer einen Schritt voraus. Keine Sorge, wir schnappen Jin So-Yun. Lerok hat mir von Maduns Prophezeiung über einen großen Krieger erzählt, aber dass ihr das seid, hat er auf euch geschossen? Ja, macht er das öfter? Soll das ein Scherz sein? Als Kind hat er mich immer mit Beeren und Steinen beschossen. Warum glaubt ihr, habe ich schießen gelernt, um mich zu wehren? Aber Lerok meint das nicht böse. Und warum seid ihr hier? Es heißt, er wäre nun ein Meister, also wollte ich ihn besuchen. Ich bin vielleicht die beste Schützin der Welt, aber trotzdem stolz auf ihn. Er ist sogar einer der 8 Meister? Wow! Ich hoffe, er kann mir mit Jin So-Yun helfen. Sicher, das kann er. Besonders mit den 8 Meistern auf eurer Seite. Und auf mich könnt ihr auch zählen, Grünschnabel. Yay. Pass gut auf. Zai Wei kann sehr gefährlich sein. Gut, ja. Was Lorenz, das endlich? Ich dachte, ihr seid hier, um mich zu sehen und nicht euren Freund. Gebt ihr mir keinen Drink aus? Einen guten Schluck? Warum nicht? Ich zahle. Ihr seid doch reich durch die Schatzsuche. Warum siezen die sich eigentlich, wenn das Geschwister sind? Naja. Lassen wir die beiden mal alleine. Und reden stattdessen mit Yu Chun. Der hat auch mal wieder irgendwas zu sagen. Und ihr seht das hier, ne? Jetzt habe ich schon ein Gold 51 wieder. Das steigt jetzt wieder, auch wenn ich beim Ausloggen negatives Gold haben werde, also Gold verloren habe, weil ich jetzt 2 Gold und 40 ausgegeben habe. Aber das hat sich gelohnt. Ja, dafür habe ich jetzt so 2 schöne Steinchen hier. Die ich dann demnächst auch einsetzen werde. Um dann endlich mit meinem Equip weitermachen zu können. Im Sinne von, dann habe ich endlich die Waffe, hoffe ich mal. Und dann, ja. Kann es weitergehen. Verschwindet. Verschwindet. Was? Da seid ihr ja. Ach so, das war nicht an uns gemeint. Wo wart ihr? Ich habe euch nach unserem Treffen gesucht und war schon in Sorge. Ich habe die Stadt besichtigt. Ah, meine Sorge war dann wohl unbegründet. Was führt euch zu mir? Ich möchte die Prinzessin sprechen. Eine Audienz bei der Prinzessin? Und warum? Ich brauche ihre Hilfe. Ach wirklich? Das ist leider unmöglich. Die Prinzessin darf ihre Gemächer derzeit nicht verlassen und auch niemanden empfangen. Es muss doch einen Weg geben, sie zu sehen. Nun, es gibt einen Weg. Aber der wird nicht einfach. Nun sagt schon. Wenn ihr die Prinzessin sehen wollt, müsst ihr die königliche Meisterschaft der Kampfkünste gewinnen. Der große Preis ist eine Position als Leibwache der königlichen Familie. Falls ihr gewinnt, könnt ihr um die Position als Leibwache der Prinzessin bitten. So dürft ihr sie trotz ihrer misslichen Lage sehen.
Aber das Turnier zu gewinnen wird nicht leicht. Viele der Kämpfer sind sehr stark. Ich werde gewinnen. Das ist die richtige Einstellung. Eure Anmeldung kommt zwar spät, aber ich schreibe euch eine Empfehlung für den Verwalter der Meisterschaft. Damit wird er euch zulassen. Euer Inventar ist voll. Da seid ihr. Ja, schön. Mein Inventar ist voll. Und jetzt? Muss wohl lieber Gurs zerlegen. Euer Inventar ist voll. Ja, mein Gott. Euer Inventar ist voll. Euer Inventar ist voll. Euer Inventar ist voll. Übrigens, euer Inventar ist voll. Wusstet ihr schon? Euer Inventar ist voll. Mein Gott. Hey, ich habe 2 von den Dingern bekommen. Vielleicht kriege ich auch gleich einen Erfolg. Hat ins Gras gebissen oder so, dass ich genug Bagurs zerlegt habe. Ja. Wovon träume ich nachts? Das wird nie passieren. So. Bla 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 bla. Das ist die richtige Abgeschlossen. So. Ihr könnt jetzt zum Ring der Ehre Wind wandeln. Müssen wir das machen? Ja, können. Müssen wir noch nicht. Also wir müssen erst mit dem hier reden. Wollt ihr in der Meisterschaft Ruhm und Ehre erlangen? Ganz genau. Sehr gut. Dies sind die stärksten und tapfersten Krieger des Talos-Reiches. Sie kamen aus der ganzen Welt hierher, um das Recht zu erlangen, die königliche Familie zu schützen. Euer Gesicht kenne ich nicht. So späte Anmeldungen akzeptieren wir eigentlich nicht, aber wenn sich jemand für eure Fähigkeiten verbirgt, würde ich eine Ausnahme machen. Ich habe ein Schreiben von Yu-Chun. Wenn Yu-Chun für euch birgt, dann reicht mir das. Ich werde euch als letzten Teilnehmer anmelden. Viel Glück in der Arena. Alle Krieger in der Arena des königlichen Hofs melden. Ja, wir können jetzt direkt daran teilnehmen. Und dafür müssen wir zum Ring der Ehre Wind wandeln. So. Und man kann sich denken, wir werden jetzt wieder kämpfen. Aber das Turnier sieht so aus, dass es eine Vorrunde gibt und eine Hauptrunde. Das heißt, ich werde die Vorrunde in diesem Video noch machen und die Hauptrunde, das Beste, kommt dann im nächsten Video. Ja. So werde ich es machen. Das Turnier in einem Video machen wäre ja uncool. Also das macht doch jeder. Also, komm. Sind alle Teilnehmer eingetroffen? Ah, ihr seid der letzte Teilnehmer. Die Regeln der Meisterschaft der Kampfkünste lauten wie folgt. Hört gut zu. Es kämpfen immer nur 2 Kämpfer gegeneinander. Der Gewinner kommt in die nächste Runde. Sind alle Vorrunden beendet, treten die beiden letzten Kämpfer gegeneinander an. Der Gewinner des letzten Duells wird zum Champion gekrönt und darf seinen Platz als königliche Leibwache einnehmen. Die Vorrunden bestehen aus mehreren Duellen. Geht jetzt in die Vorrundenarena und beginnt euren ersten Kampf. Möge die erste Vorrunde der Meisterschaft beginnen. Gut, wir müssen jetzt also die Vorrunde betreten. Das machen wir, indem wir einfach hier reingehen. Und jetzt seht ihr, wir müssen 3 Herausforderer besiegen. Und hier haben wir schon mal Herausforderer Nummer 1. Ah, nebenbei Heiltrank gucken, haben wir genug. Ah ne, das ist der Kampfrichter. Das ist der erste Herausforderer. Ja, mach schon. Hallo, ich will anfangen. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Hallo, ich will zur Prinzessin. Hauptsache die Sonnenblume wackelt, wenn ich mich bewege. So, wir können ihn endlich angreifen. Und ihr seht schon, 67.000 Leben. Ist human. So, immer schön blocken. Vielleicht nochmal ausweichen. Umlocken. So, wir haben den ersten besiegt. Theoretisch kann man jetzt wieder sich kurz heilen. Da muss man aber nicht machen. So, da kommt der nächste und als letztes müssen wir gegen den fetten Dora. Jig Wang. Ja, Block halt. Und jetzt Wirbel wieder. Ja.
Blocken? Nee. Komischer Angriff machen. So, der hat auch wieder 67.000 Leben. Komm ich mal 67.000 Leben gehabt. Das sollte jetzt gleich. Der Sieger dieser sein. Runde steht fest. So. Wie konntet ihr mich besiegen? Wie konntet ihr mich bewegen? Heul leise! Ohne Witz! Ich bin einfach stärker als du, ja? Ich bin ein Schüler der Hongmun. Boah, laber nicht so viel rum. Ich will kämpfen! Oh, jetzt mach ich ernst. Boom! Feine Gnade! Oh, schon fertig. Yay! Ihr habt die Vorrunde gewonnen! So. Ja, also, die Vorrunde ist gewonnen. Und ich werde vorschlagen, ich spreche noch mit dem. Phänomenal. Ich habe schon viele Kämpfer in diesem Wettbewerb gesehen, aber ihr seid anders als alle anderen. Aber bleibt kampfbereit, denn vor der Endrunde kommt noch ein Kampf. Wenn ihr hier siegt, kommt ihr in die Endrunde. Jetzt geht in die Arena und bereitet euch auf den Kampf vor. Geht in die Arena. Der Sieger dieser Runde steht fest. Gut, also wir werden gleich hier in die Arena gehen, aber gleich heißt im nächsten Video und dort werden wir dann gegen One kämpfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Itsu.